Super Wassermann, mein Name ist Emanuel von Zenstern. Ich bin dein astrologischer Lebensberater und das ist die allgemeine Vorausschau für November 2020. Zwischen 1. und 11. des Monats haben wir Merkur Quadrat Saturn. An diesen Tagen dürfte sich eine behördliche Angelegenheit klären lassen. Es kann vorkommen, dass du irgendwelche Nachrichten bekommst, die dich traurig machen können. Es ist nicht die richtige Zeit, große Erwartungen in der Liebe sowie bei Geldgeschäften zu haben. Hier würde ich dir empfehlen, ein bisschen Geduld zu haben. Diesbezüglich dürften sich die vorhandenen Situationen im Laufe des Monats nur schrittweise verbessern, also Liebe und Geschäfte. Diese zwei Lebensbereiche sind davon betroffen. Und am 3. läuft Merkur direkt in Waage. Eine Reise oder Besuch sind bis Mitte November durchaus möglich. Viele Wassermänner werden mit ihren Partnern, Familie oder Freunden unterwegs sein. Es kann sein, dass du mit einer Frau viel reden wirst, weil sich vieles bei ihr plötzlich ändern wird. Zwischen 12. und 13. haben wir Jupiter-Konjunktion Pluto. Ein Freund aus der Vergangenheit könnte sich wieder bei dir melden. Sei vorsichtig mit jemandem, der dich sehr gut kennt und für dich wie ein Freund ist. Wahrscheinlich handelt es sich um eine erfahrene Person. Und bei vielen Wassermännern werden die Themen Vater und Vaterschaft bedeutungsvoll sein. Am 14. November läuft Mars direkt in Widder. Bis Januar 2021 wird sich einiges in deinem Leben beschleunigen, mein lieber Wassermann, und dies wird eine Erleichterung für dich sein. Dennoch können es Streitigkeiten mit anderen Menschen entstehen. Falls es eine polizeiliche Situation entsteht, dann wirst du diese erfolgreich meistern können. Von daher kannst du dich schon darüber freuen. Zwischen 17. und 20. hast du Merkur Opposition Uranus. Haushalts- und Elektrogeräten können einfacher denn je kaputt gehen. Wenn du Autofahrer bist, dann solltest du dein Auto überprüfen lassen. Das ist ganz wichtig. Und wir haben dann zwischen 15. und 19. des Monats Venus, Quadrat Saturn. Das heißt, eine Person in deiner Umgebung kann immer wieder ein Verhalten zeigen, die dich nervt. Ein Familienangehöriger, der weit wohnt, dürfte sich bei dir wieder melden. Am 21. tritt Venus in Skorpion ein. Bis Mitte Dezember könntest du einige Veränderungen erleben, die eine verheerende Wirkung in deinem Familien- oder Liebesleben haben wird. Eine Frau dürfte dir behilflich bei einer behördlichen oder geschäftlichen Angelegenheit sein. Zwischen 22. und 28. haben wir Venus-Opposition Uranus. In Sachen Liebe ist es eine erwartete Begegnung oder Verabredung zu erwarten. Zwischen 22. und 28. haben wir Venus Opposition Uranus. In Sachen Liebe ist eine unerwartete Begegnung oder Verabredung möglich. Am 29. läuft Neptun direkt in Fische. Bis Juni 2021 musst du genau feststellen, welche Geldausgabe du hast und für was sind diese Geldausgaben. Ja? Es empfiehlt sich, Geld beiseite zu legen und sparsamer damit umzugehen. Dies gilt auch, wenn man andere Menschen finanziell unterstützt. Und dann zum Schluss, zwischen 29. und 30. haben wir eine Konstellation, in diesem Fall Merkur, Sextil, Jupiter und Saturn. Am Monatsende dürftest du mit einem Thema abschließen, welches dich psychisch belastet. Wahrscheinlich hat dieses mit deiner Berufung und langfristigen Zielen zu tun, mein lieber Wassermann.
Mit diesen Aussagen bin ich fertig mit der allgemeinen Prognose für November 2020. Wenn du eine persönliche Vorausschau für die kommenden Jahre brauchst, kannst du gerne eine Beratung bei mir bestellen. Ich bin immer für dich da. Ich wünsche dir viel Glück und Erfolg im November 2020. Vielen Dank und bis zum nächsten Video.